Also hier jetzt super schöne Kano Goschki. Natürlich habe ich bei meiner Auswahl darauf geachtet, dass es Rot möglichst frei ist von Schwarz. Warum man jedoch Kano Goschki kauft, ist der Grund, dass Kano eine der wenigen Goschki-Farmen ist, die wirklich großwüchsige Goschki produziert. Normalerweise sind die Goschki deutlich kleiner und neigen nicht zum Wachstum, werden zwar plakativ und schön, aber bilden nicht diese Köpfe aus und die breite Maulspalte und verhalten sich eben nicht wie ein richtig guter Gosanke beim Wachstum, während seine Tiere hier auch wirklich groß werden können. Klar, von 90, 95 cm weit entfernt, aber zumindest können sie die 80 erreichen, vielleicht sogar die 85, und bauen dabei doch auch ein erstaunliches Volumen auf, was diese Tiere einfach, ja, für mich definitiv in den Vordergrund bringt und wo ich sage, okay, das ist ein super schöner Fisch, auch eine super schöne Ergänzung zu einem wirklichen High-Class-Gosanke-Teich. Hier der Fisch zeigt eine ziemlich weit oben liegende Zeichnung, kleine, relativ runde Punkte. Okay, eine Zeichnung mit mehr Spannung, mit irgendeinem Blitzschlag über den Körper, wo die Schwanzwurzel noch komplett frei bleibt, wäre natürlich schöner und wünschenswerter. Aber trotzdem ist der Fisch super schön gezeichnet, hat eine richtig grau-metallische Zeichnung und da ist auch Kanokäufer total eigenständig. Da gibt es auch Tiere, die so einen metallisch-blauen, metallisch schimmernden Grund haben. Sieht fast aus wie so ein Kettenhemd bei einer Ritterrüstung. Also extrem ausgefallene, wunderschöne Tiere. Und bei dem Fisch hier auch Körperform super top. Und so gut wie keine Schwarzeinschlüsse, ja, keine Schwarzeinschlüsse im Rot. Natürlich sind die Tiere jetzt frisch aus dem Mudpond geerntet, das heißt, sie sind noch ein bisschen schmutziger gezeichnet, als wenn sie jetzt 3 Wochen, 4 Wochen in klarem Wasser schwimmen. Dann kommt dieses Metallische und das Klare und das Einheitliche noch etwas besser raus. Aber hier ein super definierter, wunderschöner Kano Goschki, ganz oberste Liga.